Hallo meine Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder hier seid. Ich bin's wieder, euer André, zum neuen Video hier zu Ion Classic. Ja, wir sind wieder unterwegs hier im Wald der Wälder und machen die Aufgaben. So, hier hatten wir eine Aufgabe, die erstmal abgeben können, glaube ich, beim Holzverleiher. Was wünscht ihr? Ein Buch für Namus. Gibt es, ich bringe euch ein Buch von Melampus. Ah, die Nymphe in der Volkssage. Oh, aber das ist ja perfekt. Bitte bedankt euch für mich bei Melampus. Genauso ein Buch habe ich schon lange gesucht. Perfekt. Was, so, was hat er noch? Ihr? Medizin gegen Schlaflosigkeit. Hm, was habt ihr gesagt? Oh, Verzeihung, Alios. Ich war wohl wieder etwas geistesabwesend. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit schlafe ich schlecht. Seltsam, immer wenn ich einschlafe, wache ich in ein paar Minuten wieder auf. Jetzt bin ich so müde, dass ich mich auf nichts konzentrieren kann. Ihr fragt, warum er nicht schlafen kann. Ich weiß nicht warum, aber ich leide an Schlaflosigkeit. Ich habe gründlich darüber nachgedacht, was die Ursachen sein könnten, aber mir fällt nichts ein. Eigentlich sollte ich ganz erschöpft einschlafen können, weil ich den ganzen Tag Bäume fälle. Ich wünsche mir nichts Sehnlicheres als eine Stunde Tiefschlaf. Was auch immer der Grund ist, ich wünschte, ich könnte einfach schlafen. Ihr fragt, ob ihr helfen könnt. Ich war so ratlos und bat Melampus, mir ein Buch über Schlaflosigkeit zu borgen. Er gab mir ein Buch mit dem Titel Lexikon des Weisen. In diesem Buch fand ich Maßnahmen zur Bekämpfung von Schlaflosigkeit. Man kann die Schlaflosigkeit besiegen, indem man 5 Sylphenflügel zu sich nimmt. Wisst ihr, wie Sylphen riechen? Die stinken gewaltig. Ich frage mich, wie man sie essen soll. Außerdem fällt es mir als Holzfäller schwer, die fliegenden Sylphen einzufangen. Würdet ihr mir diesen Gefallen tun? Ja, kann ich machen. Ab, vielen Dank. Fangt bald Sylphen und besorgt mir 5 Flügel. Am Eingang des Waldes findet ihr viele Sylphen. Bringt anschließend die 5 Sylphenflügel zu Uno und bittet ihn daraus etwas Schmackhaftes zuzubereiten. Es sollte möglichst nicht nach Fisch riechen. Ich wäre dankbar für eure Hilfe. Ihr seid meine einzigste Hoffnung. Also gut, bin bald wieder zurück. Geht mir aus den Augen. Also, ach guck mal da, ich sehe schon da vorne, da sind sie, die Sylphen. Ist aber auch ein Name. Nach 5-mal aussprechen habe ich mir gedacht. Okay, es wird jetzt immer schwieriger, glaube ich. Wenn man ein paar Mal Sylphen sagt. Was hat die für ein Level Nummer? Die hat 5. Ich bin auch 5. Das ist das falsche, das ist das falsche Ziel. Oha. Ich würde sagen, das Ding habe ich gerade mal so gerockt. Steven Piss. Okay, 15 Sekunden Abklingzeit. Mal kurz gucken. Ja, Ausruhen aktiv sind. Ah ja, okay. Da kriegt er auch Mana, Lebenspunkte, oder? Nee, doch nicht. Na doch, irgendwie schon. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher. So, gib mir noch eine Sylphe. Oh, guck mal, der Tier hatte was. Ich kann ich das ja sogar direkt verwenden. So, was habe ich denn hier? Ja, sieht auf jeden Fall erstmal okay aus, würde ich sagen. Den nehme ich gerne. Ah, ne, guck mal.
Es ist aber grün. Hm. Ach doch, okay. Sehe ich das jetzt richtig? Ja. Ist jetzt ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Weil die das auf der falschen Seite geschrieben haben. Also den Gegenstand, den ich ausgerüstet habe, der ist jetzt grün. Ja, ist okay. So, mal kurz rasten, mal gucken, ob der trotzdem jetzt sich ordentlich wiederbelebt. Ja, okay, auf Volllevel. Das ist das falsche Ziel. Steven Piss. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Die Musik finde ich auf jeden Fall ist schon mal sehr interessant bei dem Spiel. Gerade eben habe ich gedacht, wo es ein bisschen ruhiger war. So ein bisschen World of Warcraft Pandaria. Aber jetzt hier, mal mit dem Trommelwirbel. Nette, nett. Da unten mal. Bruno, genau. Wir waren noch unterwegs, haben wir da auch noch etwas. Was müssen wir denn eigentlich hier machen? Ein Gegenstand, der die Nacht erhellen kann. Okay, ich kann dann nur mal schnell mal rüberschauen. Achso, da steht es, er bringt Ranoa 3 Klumpen Iferin, damit er seine Farm beleuchten kann. Okay, achso, das haben wir schon gemacht. Ach, da ist er ja. Da ist er ja, der Farmer. Guten Tag. Ihr seid ein Söldner, nicht wahr? Werdet ihr mir also helfen? Klar. Habt ihr die Zweitagsfunkler bereits erledigt? Habt ihr die Funkler Luziferine besorgt? Hier ist alles, was ich finden konnte. Fantastisch. Perfekt, Alios. Die werden mir die ganze Nacht genügend Licht spenden. Danke für eure Hilfe. Bitte. Es ist nicht zu viel, aber nehmt diese kleine bescheidene Belohnung als Zeichen meiner Dankbarkeit. Das ist mehr, als ich vertragen kann. Auf jeden Fall war es ordentlich viel Gold, was er mir gegeben hat. So, jetzt gehen wir da zurück. In das Dorf und ja, wir werden mal gucken, was der aus diesen Sylphenflügeln Schönes herstellen kann. Etwas Leckeres zu essen, was auf jeden Fall nicht nach Fisch stinken soll. Na, da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht gibt es da einen Flügeleintopf oder sowas. Oh, wo ist er denn, der Kollege? Wie heißt der? Uno, da ist er. Der Koch. Was wünscht ihr? In letzter Zeit versuche ich, neue Rezepte zu entwickeln, um gängelige Kinder dazu zu bringen, alles zu essen. Kinder mögen nur Süßigkeiten und essen ungern gesundes Gemüse oder Insekten. Wenn man sie aber in einer Suppe oder in einem Saft beimischt, merken sie nichts und essen es. Ich habe eine kulinarische Herausforderung für euch. Ich habe noch nie gehört, dass die Flügel der Waldsylphen dagegen helfen, aber das erklärt, warum es hier so übel riecht. Wie ich sehe, habt ihr mir die Flügel gebracht. Namus hatte recht damit, um Hilfe zu bitten. Die sind wirklich zu ekelhaft zum Essen. Egal wie heilsam sie sein mögen.
Ich kann die Flügel entweder in einem süßen Saft mischen oder mit duftenden Kräutern als Suppe zubereiten. Was wäre euch lieber? Oh, ich würde den Saft nehmen, weil er wollte ja, also süß wäre auf jeden Fall am besten. Ich hätte gern einen Sylphensaft. Berührt etwas Honig in den Obstsaft ein. Ach, natürlich, die Sylphenflügel auch. Das Obst ist frisch und mit viel Honig überzogen, sodass es nicht nach Fisch riechen dürfte. Fertig, Sylphensaft, bringt ihn sofort zu Namus. Es riecht lecker, danke Uno. Aber gerne doch. Kommen Sie wieder, Signora. Darf ich mein... Was sagen? Mein Inventar aus. Bei wem kann ich jetzt nochmal mein Inventar lernen? Vielleicht bei ihm, ja? Mein Gemischwaren. Schuko wissen immer weiter. Gegenstände verkaufen. So. Weg. Mana? Eher nicht. Wieder Krieger, da brauche ich keinen Mana. Verkaufen. Oh, 7700 Gold haben wir auf jeden Fall schon mal. Was ich sehr, sehr gut finde. Ja, Minowald. Ich bräuchte mal ein Reittier. Das Laufen ist immer echt viel zu langsam. Hallo Namus. Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Was für ein Obstsaft ist das? Ich habe ohnehin Durst. Sehr schön. Gluck, 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 gluck. Ah, wie erfrischend. Das tat gut. Das war doch euer Sylphensaft. Wirkt er denn? Tatsächlich? Uno hat das großartig hingekriegt. Ich habe die Sylphen gar nicht geschmeckt. Ich fühle mich schon viel besser. Mein Kopf ist klarer und ich glaube fast, jetzt kann ich endlich etwas schlafen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde es euch nicht vergessen. Merci. Das ist doch schön. So, wo müssen wir als nächstes hin? Ah ja, wir müssen auf jeden Fall dahin. Illegaler Holzeinschlag. So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Da würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen und natürlich über ein Abo. Und wenn ihr nächstes Mal wiederbekommt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis dann, euer André und ciao.